zwischen Haberfeld treiben und Heilsversprechen. Zum Artikel bei Telepolis: Mit 500 Euro Bonus könnte man 90% Impfquote erreichen. Gegen ein sich ständig wandelndes Virus mit einer Impfung vorzugehen, hat schon bei der Grippeschutzimpfung nie funktioniert. Wer derartiges behauptet, zeigt entweder eine gewaltige Einfalt oder er verfolgt wirtschaftliche Ziele. Ich vermute Letzteres nach allem, was mittlerweile bekannt ist. Gates hat das Ziel in den Tagesthemen zu Ostern 2020 vorgegeben und die Kanzlerin zeigt auch jetzt, nach dem Chaos, das sie angerichtet hat, dass sie nach wie vor Gates Wünschen nachkommen will. Wir alle kennen die Geschichte, die zu einem Kriminalfall geworden ist. Erst hat man die Alten und Behinderten in den Heimen geimpft, die Schwächsten also, die die Impflobby erreichen konnte. Dann hat man mit Panikmache und Heilsversprechen die Impfungen ausgeweitet und den Eindruck geschaffen, als wäre es ein Privileg, geimpft zu werden. Viele, zu viele, sind auch darauf hereingefallen. Die in den Medien verbreitete Angst, keinen Impfstoff mehr zu bekommen, hat viele in Panik versetzt und in die Impfzentren getrieben. Die Ärzte haben sich lange gesträubt, in den Praxen zu impfen. Ich erinnere an die Verlautbarungen der Standesorganisationen in den ersten Monaten diesen Jahres, die aber wohl einfach nur Angst hatten, für Impfschäden oder Todesfälle haftbar gemacht zu werden. Diese Verantwortung ist ihnen wohl genommen worden, genauso wie den Pharmaziekonzernen, die für ihre Produkte nicht haften müssen. Eine unglaubliche Dreistigkeit der Politik, die diese Dinge den Profiteuren einfach abnimmt. Mittlerweile haben wohl viele Menschen verstanden, dass die Impferei nicht ungefährlich ist, trotz einem Staccato an Gehirnwäsche in allen Medien, trotz allem Vertuschen und Umetikettierungen von Folgeschäden und Impftoten kann die Zahl der Geschädigten nicht mehr ganz vertuscht werden. Zudem ist mittlerweile klar, dass die Impfungen gegen Mutationen nicht schützen, ja nicht schützen können, siehe meinen Eingangssatz. Man braucht sich auch nur die Zahlen vom Impfweltmeister Israel und England anschauen. Auch dass die Impfung nicht vor einem weiteren Zwang zum Tragen der Masken befreit, denn nach wie vor gilt, die Masken sind das Instrument, die Leute zu trennen, klein zu halten, krank zu machen. Also die Impfung befreit nicht vom Zwang zum Tragen der Masken und auch nicht vor weiteren Lockdowns, die schon angekündigt werden. Das hat sich bei vielen mittlerweile herumgesprochen. Darum wird heute die Impfung von vielen wie Sauerbier verschmäht und die Politik arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche und versucht durch Manipulation der übelsten Art immer weiter die Leute an die Spritze zu bekommen. Dabei zeigen einige der Politiker ihren niederträchtigen Charakter und mobben, wie es Söder tat, sogar seinen Koalitionspartner Aiwanger in der Öffentlichkeit, weil dieser sich bislang nicht hat impfen lassen. Die Impfzentren wurden vielfach aufgelöst und die Impftrupps lauern den Menschen, selbst bei Inzidenzien von null oder wenig darüber, in ihrer näheren Umgebung auf. Wenn die Menschen nicht zur Spritze kommen, dann muss die Spritze zu den Menschen kommen. Vor allem junge Leute versucht man mit Privilegien und Geldgeschenken und mit weiteren Versprechungen von Freiheiten zu ködern. Teilweise, wie in Italien, hat man auch Impfzwang eingeführt für die Beschäftigten in medizinischen und Pflegeberufen. Und auch in anderen Bereichen hört man immer mehr davon,
dass den Leuten die Pistole auf die Brust gesetzt wird, Impfen oder Entlassung. Ich nehme nicht an, dass die Impflinge über alle möglichen Gefahren aufgeklärt wurden und werden. Was jeder medizinischen Ethik und auch juristischen Richtlinien widerspricht. Zu Beginn der Impfungen bei den Betagten und Behinderten kann man das sogar völlig ausschließen. Und das ist ein Verbrechen, wenn man Leute zu einer medizinischen Behandlung zwingt, ohne sie vorher aufzuklären. Normalerweise steht jeder, der sich an solchem Tun beteiligt, mindestens mit einem Fuß im Gefängnis. Doch man rechnet wohl mit einem Abschieben der Verantwortung auf den Staat, nach dem Motto, Mutti trägt die Verantwortung. Doch Mutti ist bald weg, hoffentlich, und für ihr Chaos, das sie hinterlässt, haften am Ende wir selber. Doch das stört gegenwärtig die Impfkampagnen nicht, in denen etwa die Vertretungen der Ärzte mit Werbemaßnahmen der billigsten Art das Geschäft zu beleben suchen. Etwa der Hausärzteverband, der den kleinen Pieks mit dem großen Schritt bei der Mondlandung vergleicht. Ein unglaubliches Werbeplakat. Und die Kirchen machen alle mit, reden von Nächstenliebe, angefangen beim Papst, der offen seine Unterstützung für die Impfung, aber auch für die dahinterstehende neue Weltordnung und den Great Reset ausgesprochen hat, aber auch der Oberpriester der russisch-orthodoxen Kirche macht Werbung für die Impfung. Es ist wie ein schlechter Film, in dem wir seit dem Frühjahr 2020 leben. Ein Albtraum, eine Mischung aus Haberfeldtreiben und Halsversprechen. Doch die derzeitige Abstimmung mit den Füßen, also der Verweigerung der Mehrheit der Bevölkerung, gibt ein wenig Hoffnung.